fließen, nichts macht Sinn. Da hilft nur noch ein SEO, der biegt hin. Ich geb ihm ein paar Euro in die Hand. Er lässt den Zähler explodieren, dazu ist er im Stand. Der Traffic will nicht fließen, kein Problem. Ich hab ja einen SEO, angenehm. Der hilft mir nicht nur on-page und maut links. Berät mich auch und hilft mir, ja dieser SEO bringt's. Vielleicht wird er bald abgeworben und ich bin allein. Ich schau zum Shop hinein, na nein, er stellt noch rein. Ich freu mich so, doch hab ich Angst, er läuft mir bald davon. Ich zahl ihm lieber etwas mehr, vielleicht ne Provision. Denn wenn ich ihn beteilige, dann bleibt er mir gewogen. Gibt immer vollen Einsatz und wird nicht weggezogen. Das freut uns beide sehr, denn in Kürze sind wir reich. Der Adsense strömt in rauen Mengen und ich denke gleich, mein SEO ist der Beste, bin ich froh. Wir beide feiern Feste, einfach so. Wir bauen neue Seiten jeden Tag, vermehren täglich Kapital mit riesigem Ertrag. Mein SEO macht mir Freude wie noch nie. Die Zähler explodieren wie Magie. Ich gehe an die Börse, Aktionär. Mein SEO machte mich zum Multimillionär. Jetzt kaufe ich Ländereien und vermehr mein Hab und Gut. Mein SEO macht mir Mut, Millionen tun mir gut. Mein SEO ist der beste Mann, mein Grundstein zum Erfolg. Seine Tipps und Kniffe sind für mich so viel mehr wert als Gold. Ich sitze vor dem Rechner, Statistik, die Auswertung des Tages, nicht ein Klick. Das Ganze war ein Traum, nur wie ich sehe. Ich bin beim Surfen eingenickt, der Traum hat mir den SEO geschickt. Er hat keine Seiten optimiert, auch ist die Firma nicht explodiert. Die Börse kommt gut ohne mich aus, hab weder Länder noch ein Haus. Jetzt mach ich mal die Kiste aus, oh SEO, SEO, SEO.